Hey, da hängen Eier am Baum. Das ist Kokowai. Ja. Hier liegt ein altes Tomatgerät. Abspielen, aber sofort. Ja, ist das auch wieder so ein japanisches Ding, dass wirklich irgendwie Eier und Palmen so ein bisschen assoziiert werden? Yeah, es gibt ein Yokai, es gibt so ein Yokai. Ja, war so klar. Ey, was ist vergangen, seit die Grenzologie-Expedition auf diese Insel gelandet ist? Ist das Leben, welche diese Insel fördert, denn wir Gehküche! Sie bemühen sich, wie wir mit Sprache zu kommunizieren, aber man versteht sie kaum. Sie sagen Dinge wie, seht mich an. Ich geh kaum. Mensch, das war ja aufregend. Freut mich, dass wir darüber geredet haben. Du weißt ja nicht, wie sich das jetzt so wirklich anhörte. Dein Sound war ja so ein bisschen echt, aber das kam wirklich ziemlich gut wie so ein Radio rüber. Deswegen habe ich das so gemacht. Fulltime Radio? Nein, es war Moggy. Es war der Pilz-FM am Sonntag. Heute ist Sonntag. So. Pilz-FM am Sonntag. Das finde ich gut. Wann kommt das eigentlich wieder? Warte mal, das ist gar kein Gegner. Das ist ein Typ. Ich werde dir mal das geilste Stammbaum im Süden aus der Insel verraten. Was passiert, wenn man die Löcher der Mauer Flammen und Donner darbringt? Auch das werde ich niemals verraten. Hast du gut gemacht. Gute Arbeit. Vollidiot. Die eine Aufgabe, die du hattest. Oh, Krabbe. Eine kleine Krabbe und noch eine kleine Krabbe da unten. Sie hat sogar ein Muschelhäuschen. Sind ganz lecker. Oh. Ja. Fragt Hubba Blubba aus dem besseren Mario und Luigi RPG. Hat er nicht gesagt, doch hat er gesagt. Du hast Mario und Luigi RPG gesagt. Aus dem besseren Mario RPG. Hat er nicht gesagt. Nimm das zurück. Ich sag, Moggy schafft 6. Ich glaube, ich hatte ein bisschen über 20, wenn ich mich recht erinnere. Ich sag, Moggy schafft 6. Ich sag, er schafft 8. Nein, 9, 10. Eventuell 11, 12, 13. Ich sag, Moggy schafft. Es fliegt einfach davon. Ich sag, Moggy schafft 6. Ich auf dieser Insel große Stadt errichten. Dann ich werde den Stadt große weiße Bürgermeister. Jeder Mann braucht einen Traum. Habt ihr das gehört? Er will weiß werden. Jeder braucht einen Traum. Wow. Fand ich nicht witzig. Vielleicht will er auch nur dieselben Rechte wie Weiße. Finde ich auch nicht lustig. Dann kann er mal besser weiter träumen. Er hat einen Traum. glaubt ihr, der Humor war ein bisschen schwarz. Und hier Feuerpalast. Nebenan Donnerpalast. Oh. Puh, die Kinder jetzt erschöpft. Der Typ heißt G. Kicher. GG. Die Musik macht mich krank. Was machen, wenn im nächsten Zimmer treffen auf Herren der Flammen? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, ich glaube, wir sind hier falsch. Nee. Wir sind nicht der Herr der Flammen. Ich bin der kleine Mario. Aber Mario kann Feuerbälle werfen. Mario, weißt du, was Mario am besten kann? Die Schnauze halten. Warum klang das so traurig? Ich sein. Oh Mann, die sind voll cool. Er ist wie das Ende aus Undertale. Ich sein. Wie schmecken Geister? Feuer. Ein Kamin. Hey, Luigi, ich verstehe, was man da tun muss. Müssen da Feuer reinbringen. Hey, nee. Mario. Mario. Johnny. Man findet keine Freunde mit Salat. Verstehe nicht. Man findet keine Freunde mit Salat. Du kannst ja oben mit Mario stehen bleiben. Dann kannst du ja wechseln und gucken, wo du mit Luigi noch hin könntest. Oh. Das ist eine absolut bescheuerte Idee. Tut mir leid, dass ich Vorschläge mache. Leck mich. Bin raus hier. Ja, das habe ich vergessen. Man kann einfach alleine unterwegs sein. Gut, das hat nichts gebracht. Dann gehe ich mal wieder. Oh nein. Vielleicht muss Luigi ja in den Donnerpalast. Das Spiel hat Vorkehrungen getroffen. Vielleicht muss man generell erstmal in den Donnerpalast. Gehen wir nach oben. Warst du ganz oben? Ja. Ja.
Da war ein Stein, der vermutlich verschwindet, wenn wir das entzündet haben. Warte mal, hast du nicht du hast noch einen Hammer, oder? Kannst du benutzen? Noch weiter? Ich kann jetzt kleiner Lümmel den Hammer verwenden? Ja. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte den Stein gar nicht gesehen. Ich muss in dem Moment weggeschaut haben. Ich wusste nicht, dass der kleine... Alter, hat sich den... Oh mein Gott, der Feuertempel! Die Feuerkraft! Die Sonnenkrieger. Willkommen im Feuerpalast, reinspazierend. Ich habe schon lange auf dich gewartet. Hallo. gewartet und du hast mich warten lassen. Hättest du mal angerufen. Jeder, der hier reinspaziert und den Stein mit dem Hammer kaputt prügelt, ist also der Auserwählte, okay. Den letzten Besuch empfing ich von mindestens 3000 Jahren. Ich bin einsam. Hä, aber wie kann das sein, wenn wir erst im Jahr 2017 sind? Mir war so langweilig und ich war alleine und bitte komm näher, mir ist kalt, aber genug davon. Johnny, wie das sein kann, ist ganz einfach. Wir so alt ist die Erde noch gar nicht. Wir haben hier einen Lügner, wie er im Buche steht. Ja, das sehe ich genauso. Der lügt doch. Also, was ist dein Begehr? Hör auf, so zu lügen. Ich möchte, dass du aufhörst, mich zu belügen. Wie bitte? Hör auf jetzt. Du hier... Nun ja, hier... Vor all den Leuten, okay. Du weißt schon, hier... Oh, ich weiß nicht. Aber die Flamme guckt zu. Nanu, was macht man hier nochmal? Was wollte ich noch tun? Oh, was? Ja, aber jetzt leckt das vom Thema ab. Und überhaupt, wo sind wir hier und wer bin ich? 3000 Jahre ist eine lange Zeit. Ich glaube, er ist ein Lügner. Na, wenn man 3000 Jahre lang kein Gast empfängt, dann ist es wohl okay, wenn man... Nichts ist okay. ...so einiges vergisst. Hey, tu dir keinen Zwang, du fühlst dich wie zu Hause. Ich bin stinkend reich. Ich bin stinkend reich. Mario, nein! Das ist doch heiß. Tu dir keinen Zwang. Du verbrennst dir die Finger. Hab ich doch gesagt. Glaubt ihr, der hat jetzt Feuer in der Hand, weil er sich verbrannt hat? Das hat nichts mit Feuer zu tun. Ich sag doch, er hat sich die Hand verbrannt. Oh, jetzt dämmert's mir! Versteht ihr? Dämmert war Feuer und Sonne und sowas und ich hab einen Sonnenkopf. Das ist die Halle der Flamme, denn Dämmert die Macht der Hand erlernen kann. Ach so, ja, stimmt. Ich habe dich erwartet. Dich interessiert die Macht der Hand, ja? Ich nenne sie die Fremde. Ich dachte, jetzt sind sie irgendwie sauer oder so. Ja. Du möchtest, dass ich dich die Fähigkeit der Feuerhand lehre, habe ich recht? Oder? Stimmt doch, oder nicht? Das erkenne ich an deiner Haltung. Du musst gar nichts sagen. Ich werde dich in die Kunst der Feuerhand einweihen. Oh, das brennt. Drücke R, um die Macht der Hand auszuwählen. Fire! Heute erst A gedrückt und bla 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 und lass doch den Knopf los. Damit lässt du einen Feuerball los. Versuche es einmal. Ich bin sicher, Feuerball sieht extrem enttäuschend aus. Ich mag wie... Wow! Wie die Umrandung der Sprite auf dem schwarzen Hintergrund so zur Geltung kommt. Ja, das war eine Sache, die mich schon mal irritiert hat, weil ich mal so Marius Sprite, beziehungsweise wie ein, zwei Thumbnails mal verwendet habe. Und da hat es mich unglaublich irritiert. Wisst ihr was? Ich kann es euch sogar zeigen, oder? Warum ist denn das so? Warum hat die das haben alle Dinge, so eine schwarze Kontur drumherum, ja, aber die das sind wirklich unnötig. Sie haben eine graue Kontur drumherum. Ja, sie haben eine graue Kontur. Ja, siehst du nicht die grauen Punkte, die er drumherum hat? Ja, genau. Aber das fällt dir gar nicht so auf, wenn sie normal rumrennen, wegen dem Kontrast, würde ich einfach mal behaupten. Aber wenn du jetzt den schwarzen Hintergrund oder den weißen hast, dann fällt das extrem auf. Oh, sorry. Ich meinte, ich mag, wie das, wie die Umrandung oder wie die grauen Dinger da auf den schwarzen Hintergrund zur Geltung kommen. Ich versuche gerade, Moment. Ah, ich wollte das Thumbnail nur anschauen. Und Mario, zwar Gas meinst du, ich weiß jetzt nicht, wie ich es größer anschauen kann. Mario hat die Feuerhand erlernt. Und zwar war das keine Maus im Bild. Von hier. Ah, ja. Und da bei dem, da habe ich auch einige von den, man ist halt viel zu klein, man kennt sich richtig, da habe ich auch ein paar von den Punkten schwarz eingefärbt, weil es mich so irritiert hat, dass es grau war.
Das Video wurde am 19.01.2015 um 13.41 Uhr hochgeladen. Mhm. In HD, mein Guter. Alter, HD! Das ist das neue Feature. Nichts. Glaubt ihr, HD setzt sich durch? Nein. Das Feature der Zukunft. Er klappt doch schon ganz gut. Hast du fein gemacht. Und diese Fertigkeit erlaubt es dir, Entflammbares in deiner Nähe zu entzünden. Probiere es. Wie wär's mit der Kirche da drüben, ohne dir sagen zu wollen, was du machen sollst? Mario, fass mich mit deiner heißen Mario, Hand an. Mario, die Kirche ist da drüben. Nein, Mario. Nein, Mario. Oh, was tust du nur? Dir werden völlig neue Möglichkeiten erschließen. Und jetzt mach mein Kamin an, hier um die Ecke. Ein fliegender Kobold hat mir gesagt, ich sollte alles anzünden. Oh, Mario, ich bin fliegender Kobold. Lebe wohl. Lebe wohl. Ui. Den sehen wir nie wieder. Stell dich vor, dass er wegteleportiert für solche magischen Wesen macht ihm immer super viel Spaß. Und dann, wenn sie sich wegwoppen, dann immer... Hui! Ich kann immer darüber reden, dass da die ganze Zeit oben so ein komisches Vieh war und er meinte, er hatte seit ewig keinen Gast mehr. Der hat uns wirklich angelogen. Ich erinnere mich nur an die Simpsons-Szene, wo irgendwie... Mario! Warum gucke ich hier in die Kamera? Oh, Mario! Ich, okay. Ich glaube, man kann ihn wirklich anzünden. Ja, ich glaube, das ist ein Feature, was später kommt. Okay, Doki. Versuch's mal. Und ja, jetzt kommt... Ja, das geht tatsächlich. Ah, Mario! Das brennt ja grauselig. Das Schlimme ist, ich meine, das war nicht das letzte Feature, was du hast. Und ich finde, es sind jetzt langsam ein bisschen viele im Spiel. Weil du brauchst ja schon eine Weile jetzt durchzuswitchen immer. Ja, das Spiel, was das angeht, ist echt ein bisschen eklig. Das ist halt eine Sache, was sie hier scheiße gelöst haben. Zum Beispiel, um das als Vergleich anzubringen, in Sunshine war es sehr viel besser gelöst, dadurch, dass man immer nur zwei Düsen bei sich haben konnte. Ja. Dadurch konnte man so optimal schnell durchwechseln, aber hier hat man so viele. Wenn man einmal falsch klickt, dann ist immer so, oh, da muss ich wieder die ganze Runde drehen. Genau, und jeder hat halt sein individuelles Ding. Und wenn du einmal kurz dich verdrückst, wie gesagt, dann musst du komplett durchswitchen und dann bist du vielleicht verwirrt und denkst, ah, bei wem war doch mal die Fähigkeit? Ja, aber hier fände ich es viel ekliger, wenn es irgendwie so, wenn man sich die Fähigkeiten wie bei Sunshine immer irgendwo herholen müsste, weil es gibt keine Hubworld, es gibt sie nicht hätten einzelne aber auch Level, irgendwann es ist eine einfach riesige Map. Auf. Sie hätten auch irgendwann einfach aufhören können mit den Gimmicks. Naja, aber sie haben immer mehr hinzugefügt, immer mehr. Ja, jetzt übertreibt man nicht, ich glaube, das war's schon. Nee, es kommt noch was. Nein, es kommt nur noch was dazu, zu diesen Fähigkeiten, aber... Ich glaube, man kann nur dreimal durchswitchen. Einmal zu den Sprüngen, zu den Hämmern und zu den Handfähigkeiten. Hämmer! War da nicht noch eine? Nee, das wäre halt echt Overkill irgendwann. Ja, kann sein, aber es ist halt trotzdem nicht wenig. Ist nicht wenig. Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass den Partners in Time das halt nicht mehr so hatten. Hatten sie es überhaupt nicht mehr so? Nee. Ja, aber da hatten sie halt auch zwei weitere Knöpfe, das war halt echt schön. Ja. Außerdem hatten sie es so. Man musste immer noch umswitchen. Aber nicht mehr so extrem viel. Ja, einmal halt zum Hammer. Mehr nicht. Das kann sein. Der Hammer! Mehr Moves hatte man in dem Spiel aber auch nicht. Luigi, ich hasse das. Luigi sieht aus, als müsste er pinkeln. Er macht, er sieht nicht aus, als müsste er gerade. Siehst du, da ist der Blitz und er denkt sich so. Da ist ein gelbes Zeichen. Das Blitzoir. Oh nein, ich hab schon wieder auf den Elektrozaun gepinkelt. Ah, oh, das tut immer so weh. Du, der du nichts auf Donnerpalast verliert hast. Ist ein Ort immer für weniger Auserwählte. Weder weiß ich, wie du diese Fähigkeit fattest, damit du Zugang erlangt hast. Wieso heult er so? Mein Gott, wir haben sie verdammt. Rimmig! Der arme Mann. Der denkt sich so, oh nein, der hat den Stein kaputt gemacht, was soll ich denn jetzt so machen? Och nö, denke ich jetzt nicht mehr weg, der bleibt jetzt hier. Ich pinke jetzt gegen den Schaut Stein. Schaut euch Luigi an. Scheiße. Er weiß, dass er jetzt dagegen pinkeln will. Wer hat den Mund offen? Also, Das weißt du nicht. Das interpretierst du so. Das sieht doch wirklich so aus. Luigi erwartet jetzt sicher, dass seine Haare so abstehen. Es gibt doch solche Kugeln oder nicht, wo man das so machen kann. Oh, das kribbelt aber.
Die Kugeln sind ziemlich cool. Ich weiß nicht, was mehr kribbelt. Ich weiß nicht, warum es mehr kribbelt. Wegen der Kugel oder wegen meinem Herz? Mein Blutdruck, Mario! Das war ja Mario. Wie ein Defibrillator. Apropos Defibrillator. Mario! Das wird so verändern, das wird so eine große Schande zu berühren. Geh weg! Ja, wenn du Schande berühren kannst, du dich von seiner Macht vernichtet wirst. Also für mich die Gabe der Donnerhand. Mario! Das heißt, denn ich werde dich in Kuss der Donnerhand einweihen. Donner, Donner! Falls jemand fragt, was deine Lieblingsmusikkünstlerin ist, dann sagst du Britney Spears. Okay. In meinem Kopf war es, dass die Erwartungshaltung so ist, dass ich Madonna sagen werde. Steht hier? Ja. Nee, kapiere ich nicht. Weil sie unter Strom steht. Thunder! Das ist echt gut. Thunder! Und er stemmt die Hand an die Hüfte, als hätte er gerade ein Glas Milch getrunken. Ja, ausgezeichnet. Setzt die Kraft mit Bedacht ein. Wenn der Gegenstand den Eindruck erweckt, er könnte Strom leiten. Tu's nicht! Oh Gott, tu's nicht! So eine Bälle kann ich mich lang nicht mehr gefühlt. Der Defibrillator, Luigi. Ich sterbe. Nimm den Finger aus der Steckdose. Und jetzt ist er wieder weg. Hui! Thunder! Thunder! Hammer! Defibrillator, Luigi, ich sterbe! Thunder! Ja! Hammer! Thunder! Hammer! Thunder! Das war das großartig. Fire! Thunder! Thunder! Thunder. Das ist so wie Marco Polo. Hammer! Nein, Quatsch! Fire! Thunder! Fire! Thunder! Aber Mario will ihm in Wirklichkeit nur sagen, dass das Haus in Flammen steht und Luigi denkt, es ist ein Spiel. Thunder! No, Luigi! Fire! Fire! Thunder! Ja, Thunder! Während der kleine Geist auf Luigi's Schulter sagt, hey, gut gemacht, Luigi. Jetzt können wir zum Traum nachgehen und Luigi so, Thunder. Zu der Sache mit dem, wenn sich solche Geister auflösen und da vielleicht Spaß dran haben, fällt mir nur ein, diese eine Simpsons-Szene, wo so ein Typ Lisa irgendwie geholfen hat und dann irgendwie sagt, so, und jetzt werde ich mich in irgendwie meinen Dokumentationen auflösen. Und dann wird er einfach so weggefadet und man hört nur noch so, au, es tut weh. Wobei mein Lieblingsbeispiel, das war, das habe ich, Gott, das habe ich bei Majora's Mask schon mal angemerkt, wenn es die Aufnahme war, die überhaupt noch dann letztlich durchgekommen ist. Aber bei der einen Szene da bei Team Forster, wo sie ihre Energiestrahl verschossen haben. Pachu, pachu! Ja. Pachu! Ach so, ja, du bist ja hier, ja. In meinem Kopf sage ich das immer. Ach so, okay. Pachu, pachu! Pachu, pachu, pachu! Ich habe mir immer noch mal vorgenommen, alle... Kichermeer, okay. Ich habe mir immer noch vorgenommen, alle Dragon Ball Abridged Folgen zu gucken, aber es sind zu viele mittlerweile. Es sind nicht so viele. Guckt euch das an. Alter! Jetzt wissen wir, wie man zu zweit durch diese Röhren kommt. Los geht's! Nein, warte. Ich find's schön, wenn man das zurück wie ein Schloss, der aussieht. Ich zieh das jetzt durch. Mario, ich schaffe das! Luigi, ich glaub, nein, das ergibt keinen Sinn. Nein, ich glaube, er guckt eher so einfach nach oben. So mit den Augenbrauen ganz weit ja, hoch. Ja, aber es sieht dann schon aus. Ja, ich weiß, aus. aber sieht ja. So aus, als wäre er so richtig zornig. So, es sieht so ein bisschen aus, als wären die Augenbrauen so runtergezogen. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Jetzt wissen wir, warum Mario und Luigi im Klempnerjob kaputte Röhren reparieren müssen. Die beiden wissen, wie man sich dadurch auch bewegen kann, wenn sie nicht funktionieren. Habt ihr das verstanden, weswegen Mario jetzt kein Klempner? Ich verstehe nicht, wieso. Ich hab's mitbekommen, ich habe mir da nichts dazu durchgelesen. Ich auch nicht. Erzähl ich uns auch davon, nicht. Philly. Ich hab keine Ahnung, ich wollte euch jetzt fragen, ich dachte, ihr hättet einen Plan. Nein. Ich war halt echt nicht so interessiert daran. Ich dachte mir nur so... Ich dachte immer nur so, was ein Schwachsinn.
Ja. Und damit habe ich es abgestempelt. Ja. Es hat auch nie eine Rolle gespielt, ob er jetzt ein Klempner ist oder nicht. Es kam sowieso nie zum Vorschein so wirklich. Also wieso sollte man jetzt offiziell sagen, ach so, ja, jetzt ist das übrigens nicht mehr. Düm, düm, düm. Das ist doch scheißegal. Morgi, Mario hat seinen Job verloren, wie lustig. Was ich jetzt gerne machen würde, ist, ich würde unglaublich gerne zu dem Laden gehen und ein paar Heilungsitems kaufen. Wir sind gestrandet. Ist, wir sind hier. Frag mal die Krabbe. Ich hab gehört, Krabben sind geizig und mögen Geld. Vielleicht ja, wir sind zwar gestrandet, aber es könnte sein, dass es hier irgendwas gibt. Ja, okay, da geht's auf jeden Fall. Hier gab's sonst nichts. Im Palast gab's nichts, oder? Wir können ja nicht hin. Wie sie einfach in den Arsch fallen. Nichts.